So, heute schauen wir uns mal das Adventure Whispers of a Machine an. Darauf aufmerksam bin ich geworden durch das Adventure, was aus demselben Studio kommt, nämlich Cathy Rain, Detective is Born, welches auch mit dieser Retro-Grafik aufgewartet hat und auch sehr clevere Mechanismen kannte. Whispers of a Machine spielt in einer fernen Zukunft, wie man auch schon hier auf dem Intro-Bild sehen kann, in einer Welt nach einer großen Katastrophe, die die Zivilisation, wie wir sie kennen, vernichtet hat. Darauf wird gar nicht viel weiter eingegangen. Ich starte mal das Spiel. Ein kleiner Hinweis. So, der war unwichtig. Das Spiel beginnt, man wird als ein Detective sozusagen abgestellt, um einen rätselhaften Mord aufzuklären. Und nach dieser kleinen Introsequenz werden wir uns wiederfinden in einer kleinen, ja, ich sage mal, Outback Town mit einer sehr kleinen engen Gesellschaft, wo wir dann quasi im Adventure-Style Ermittlungen leiten werden. Ich werde jetzt hier nicht gerade ganz erläutern, was hier besprochen wird und wie sich die Personen unterhalten. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann könnt ihr euch das selber in Ruhe anschauen. Mir geht es eigentlich darum, eher die Art des Spiels und ja, ein wenig Kritik daran vorzubringen. Also, das Adventure ist ganz klassisch, wie man es schon kennt. Es ist Point and Click. Man kann Objekte untersuchen, indem man sie antippt. Man führt Gespräche, man hat auch immer Auswahl, was man denn in der Konversation für Antworten wählt. Zum Beispiel, wir haben jetzt vom Polizisten angesprochen, was wir hier zu suchen haben. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten, was wir denn sagen wollen. Und jetzt werden wir gleich eine Besonderheit des Spiels mich gleich feststellen. Fangen wir mal an. Wir nehmen direkt mal immer mit der Ruhe. Ich bin die Sonderermittlerin. So, und nachdem wir uns ein wenig mit ihm unterhalten haben und von ihm darüber informiert werden, dass dort eben wer der Ermordete ist und wie alt er war und wer der Zeuge ist, der da drüben sitzt, kommt eine kleine Erläuterung, nämlich das Persönlichkeitsprofil von Vera. Also das sind wir, Vera ist die Ermittlerin. Wie wir schon sehen, gibt es sozusagen drei Extreme: einfühlsam, selbstbewusst und analytisch, auch durch die Farben dargestellt. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden bei Gesprächen oder auch wie wir vorgehen bei Rätseln, verschiebt sich sozusagen unsere Einstellung auf diesem Dreieck. Und das hat später noch Auswirkungen, die ich dann noch erläutern werde, was aber sehr spannend ist, denn das gibt es relativ wenig bei Adventures, dass man so ein Persönlichkeitsprofil hat. Und jetzt sind wir schon bei diesem Punkt, dass wir jetzt eben mit diesem Polizisten reden und er ist ein junger, verunsicherter Polizist und jetzt können wir halt entscheiden, sagen, ja, das entspricht nicht dem Standard, folgen Sie meinem Beispiel, also ihn zurechtweisen. Wir können ganz kalt analytisch vorgehen, sagen offensichtlich, hier hätte alles geräumt werden müssen, sich von der Leiche fernzuhalten, hätte das Risiko der Verunreinigung von Beweismitteln verringert. Na nee, gut, und als letzten Punkt eben ein wenig einfühlsam vorzugehen. Wir nehmen mal das analytisch in der Mitte. Und wenn wir jetzt uns so verhalten, dann werden wir gleich unten links sehen, wie das kleine Dreieck für unser Profil aufflammt in der entsprechenden Farbe, wenn diese Konversation sozusagen zum Ende gekommen ist, um zu zeigen, dass wir eben entsprechend unser Persönlichkeitsprofil verändert haben. Und jetzt sehen wir es, ein kleines blaues Aufleuchten. Das wird auch mit dem Tutorial immer noch weiter erläutert. Und jetzt sagt er was ganz Interessantes, ob ich denn meinen Röntgenblick einsetzen werde. Denn das ist das zweite Schöne an diesem Spiel. Man hat sozusagen als Cyborg eine gewisse Kybernetik. Und auch hier antworten wir mal. Ich würde gerne darüber reden, aber das wäre ein Regelverstoß. Tut mir leid. Und das ist jetzt eher ein bisschen empathisch, weil man sagt, tut mir leid. Und dementsprechend werden wir jetzt sehen, dass unten das Ganze in
pink aufleuchtet. Aber jetzt wird nämlich erläutert, was wir für Gadgets haben. Das ist unten rechts zu sehen. Unten rechts haben wir jetzt nämlich verschiedene Verbesserungen. Und die schönste ist, finde ich, tatsächlich der Smart Scanner. Ich drücke das Tutorial mal weg, das könnt ihr euch später selber durchlesen. Der Smart Scanner macht Folgendes: Man kann ihn jetzt über den Bildschirm ziehen und wenn man etwas Interessantes findet, wie zum Beispiel hier das Blut der Leiche, dann kann man dort loslassen und dann analysiert er das. Und dann sagt er, ah, er ist verstorben, männlich, Alter 32, plus minus 4 Jahre, Blutgruppe B, geschätzter Todeszeitpunkt und so weiter und so fort. Und merkt sich all diese Dinge. Das wirklich Spannende daran ist, dass er jetzt sich auch weitere Informationen dazu ja, speichert. Nämlich in diesem Falle, wie man oben jetzt sieht beim Smart Scan, nicht nur den allgemeinen Smart Scan, sondern jetzt kann man auch einen speziellen Smart Scan ausführen, nämlich nach seiner DNA, Karlsbio, oder auch nach der Klingenform des Messers, mit dem er erstochen wurde. Jetzt demonstriere ich das mal und sage Karlsbio. Jetzt habe ich das Ganze auf seine DNA justiert und er sagt auch, aha, hier ist eine Übereinstimmung. Und wenn ich jetzt diesen Raum hin und her scanne, dann sehe ich zum Beispiel, oho, hier an diesem einen Spind ist auch etwas. Und wenn ich das analysiere, dann sagt er, ah ja, das sind die Fingerabdrücke von ihm. Jetzt weiß ich, wie Vera das auch sagt, das muss der Spind von Karl sein. Das Ganze kann ich deaktivieren, indem ich den hier ausschalte. Und jetzt gibt es noch zwei weitere Funktionen. Das eine ist ein Puls- und Herzscanner, der sagt mir, wie ist die Person in meiner Nähe denn aktuell in einer Gemütsverfassung. Damit kann ich feststellen, wenn jemand zum Beispiel lügt oder aufgeregt ist und versucht, das zu überspielen. Wenn ich durch die Gegend laufe und zu anderen Personen laufe, dann schaltet dieser Scanner um und man kann, das wird wenig erklärt, finde ich, man kann auch dieses kleine Schloss betätigen. Dann bleibe ich bei dieser Person und scanne weiter, wie diese Person sich verhält. Schließlich gibt es noch ein Muskelimplantat, mit dem ist man kurzzeitig, solange der Balken nach unten läuft, stärker und kann bestimmte Sachen mit Gewalt öffnen oder bewegen. Ich will gar nicht weiter erläutern, wie das hier funktioniert. Das Schöne an diesem Spiel ist tatsächlich, dass man also zum einen diese Veränderung des Persönlichkeitsprofils hat, zum anderen diese kybernetischen Implantate. Und wenn man jetzt spielt und die Zeit fortschreitet in diesem Spiel, dann erhält man weitere Implantate, weitere Fähigkeiten in Abhängigkeit davon, wie sich das Persönlichkeitsprofil entwickelt hat. Das heißt, es gibt analytische Fähigkeiten, es gibt empathische und es gibt auch beherrschende Fähigkeiten. Und damit verändern sich auch die Lösungswege für die Puzzle im Spiel, je nachdem eben, wie man vorgeht. Das gibt es relativ selten, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Rest sind die Klassiker. Man hat sein Inventar hier unten. Zum Beispiel kann man dieses Foto anklicken von ihrem Alex. Was das bedeutet, erfährt man im Laufe des Spiels. Und wenn man sich unterhält mit Personen, es gibt dieses kleine Notizbuch. In diesem Notizbuch gibt es einmal normale Notizen und Personen. Und man kann sich abrufen, was weiß ich denn über diese Person? Und wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, dann bekomme ich dieses Notizbuch immer und sehe, worüber habe ich denn schon mit dieser Person gesprochen und worüber noch nicht. Dadurch wird man sehr schön durch das Spiel geführt. Wenn man neue Informationen bekommt, sind die eben noch nicht angesprochen und man kann sie ansprechen, um eventuell Dinge zu erfahren. Ja, Kritik. Ich finde das Spiel sehr gut, es ist sehr schön, es hat sehr schöne Grafiken, hat sehr schöne Ideen, gerade mit den Implantaten und mit den verschiedenen Lösungswegen und auch dem Profil. Die Story entwickelt sich auch sehr schön. Was man leider sagen muss, da eben dieses Spiel ja quasi drei Wege kennt, ist die Länge des Spiels, wenn man in jedem eigenen Weg relativ unbefriedigend kurz für meinen Geschmack. Würden alle drei Wege hintereinander geschaltet sein, dann hätte das Spiel eine Länge, die mir gut gefallen würde, wo ich sagen würde, das ist schick, das ist toll. So ist es ein bisschen kurz, aber letztendlich kann man es dann eben nochmal spielen mit den anderen Wegen und hat dann auch ja,
Spaß daran, weil die Rätsel einfach dann wirklich komplett anders sind und nicht nur ein Detail anders ist. Also man muss wirklich anders vorgehen dabei. Das ist eigentlich auch sehr schön dabei. Von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung. Und wenn ihr es noch nicht kennt, Cathy Rain, A Detective is Born, sozusagen der Vorgänger, nicht thematisch, aber von der Spieleschmiede der Vorgänger und genauso schön gemacht mit eigenen Ideen, auch ein Blick wert. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn ihr Adventures mögt. Es ist ein bisschen kurz, ja, das ist schade, aber die frischen Ideen und die Implantat-Geschichte und so weiter, das macht schon gut Laune. Ich kann es euch nur empfehlen.